So, ganz recht herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Und zwar sprechen wir über Produktvideos für Amazon-Händler, für Amazon-Verkäufer. Wann machen Videos Sinn? Für wen machen Videos Sinn? Was könnte der Impact sein von Videos auf Conversion, auf Umsätze, auf Gewinne auch? Für wen sind Videos überhaupt nur interessant? Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Und zwar Luca Igel. Kennt der ein oder andere vielleicht schon von einem der vorhergegangenen Videos, die wir zusammen gedreht haben. Luca ist Geschäftsführer bei Stack Valley, eine Agentur, die mehr oder weniger jeden Tag nichts anderes macht, als Produktbilder zu produzieren, Produktvideos zu produzieren, PPC-Texte schreiben, also im Grunde genommen das gesamte Marketing-Konstrukt zu erstellen. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen heute über das Thema und ich würde sagen, du stellst dich vielleicht einmal noch kurz vor für diejenigen, die ich noch nicht kennen sollten, wenn es da noch jemanden gibt da draußen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, sehr geil, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung nochmal. Grundsätzlich, Niklas hat mich ja schon vorgestellt, ich bin der Luca, leite das Team bei Stack Valley. Und ja, heute haben wir gesagt, greifen wir uns mal das Thema Produktvideos, weil es so ein Bereich ist, der sowohl auf YouTube als aber auch, ich sag mal, in vielen Communities und so weiter immer so ein bisschen in den Hintergrund gerät, aber eigentlich ein wirklich mächtiges Tool ist, um wirklich sich nochmal einen kleinen Vorteil zu erkämpfen, ne, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und da können wir auch gleich mal anfangen, würde ich sagen, mit der Frage, für wen ist das Ganze überhaupt sinnvoll? Für welche Art von Amazon-Seller oder generell auch Seller ist das Ganze eine sinnvolle Sache und wo macht es vielleicht noch nicht so viel Sinn? Das lässt sich eigentlich relativ schnell erklären, und zwar anhand des Potenzials eines Produktes. Dann sagen wir jetzt mal, dein Produkt, was du jetzt so hast, oder die Produkte, die du so verkaufst, die haben irgendwie einen, sagen wir mal, Potenzial von 3.000, 4.000, 5.000 Euro, wo einfach nicht mehr drin ist. Dann macht es keinen Sinn oder sehr, sehr selten Sinn, da wirklich ein aufwendiges Video für zu produzieren, was wirklich extrem viel Arbeit dann auf sich nimmt, wo aber am Ende nicht viel bei rumkommen kann, weil einfach die Nische relativ klein ist. Ne? Also was ist so der Mindestpunkt, wo du sagen würdest, hey, so viel Potenzial sollte eine Nische haben, dass man darüber nachdenken kann erstmal. Also es muss ja nicht direkt super sinnvoll sein, aber dass man schon mal sagt, okay, ab dem Punkt sollte man sich mal darüber Gedanken machen. Ja, ich würde sagen, alles unter 5.000 Euro Umsatz im Monat ist eher uninteressant, wenn aber auch die Mitbewerber alle relativ schlecht unterwegs sind. Weil wenn du jetzt irgendwo unter 5.000 ist ja wahrscheinlich auch sowieso uninteressant so. Richtig, richtig. Aber ich sag mal, wenn jetzt du irgendwelche Mitbewerber hast, die vielleicht so bei 10, 15, 20.000 Euro sind, wo du halt sagst, hey, da bin ich noch nicht, aber da will ich hin. Und du willst jetzt deine Marke da einfach und es ist möglich so. Genau, es ist möglich. Okay. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wenn jetzt irgendwie ein Mitbewerber am Start ist, der wirklich einfach besser ist, ne? Preis-Leistungstechnisch, qualitativ und so weiter, dann macht es keinen Sinn, da jetzt ein Video auf den Markt zu werfen und zu hoffen, okay, dadurch werde ich jetzt auf einmal das Doppelte an Umsatz machen. Das ist eine falsche Vorstellung, das ist nicht wirklich realistisch. Aber was realistisch ist, ist, wenn du sagst, hey, ich kämpfe hier relativ weit vorne schon mit, ich bin unter den, weiß ich nicht, Top 5, Top 10 Leuten und meine Nische, die hat auch noch mehr Potenzial und ich kann da auch noch mehr machen, dann da einfach wirklich mit einem Video reinzugehen. Und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, welche Arten von Videos dann da sinnvoll sind und was man da so alles machen kann, weil da hat man natürlich extrem, extrem viele Möglichkeiten. Ist halt einfach eine Frage, was man, sage ich mal, bereit ist auszugeben und wie viel man da investieren möchte. Gibt es denn erstmal so bestimmte Kategorien oder Produkte, wo man sagen würde, hier machen vielleicht Videos grundsätzlich keinen Sinn? Also dass man sagt, ich sag mal jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Deko-Produkte zum Beispiel oder Funktionsprodukte, ich weiß es nicht, aber gibt es da irgendwie so eine Art von Produkten, wo Videos eher unsinnvoll sind oder kann man grundsätzlich sagen, es könnte für alles funktionieren? Ja, also in der Theorie kann natürlich das Ganze für jedes Produkt eigentlich funktionieren, aber ich würde so ein bisschen umdrehen, ich würde sagen, für welche Produkte ist es besonders geeignet, und zwar sind das all die Sachen, die irgendwo mit Emotionen gut verkauft werden können. Sei es jetzt irgendwie Sportartikel, sei es Freizeitartikel, sei es irgendwie alles rund um Outdoor-Wandern etc. pp. Alle solche Sachen, die eignen sich besonders gut. Wenn man jetzt einen Deko-Artikel hat, macht es in der Regel keinen Sinn, das also zum Beispiel eine Blumenvase oder sowas zu bewerben. Ja. Es ist nicht wirklich notwendig. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich habe irgendwo ein bisschen was Erklärungsbedürftigeres, weil zum Beispiel deine Blumenvase
eine Bewässerungsanlage direkt mit drin hat und die eben nicht nur 10 Euro kostet, sondern eben 50, 60 Euro kostet und du das dem Kunden halt irgendwo erklären möchtest. Kann man in den Bildern super machen. Manchmal reicht es aber nicht so richtig aus oder manchmal wäre es einfacher, in 20 Sekunden dieses Funktionsprinzip einfach zu erklären, wie das Ganze funktioniert, damit der Kunde das einfach direkt checkt und sagt, hey, ah, okay, so funktioniert das. Das muss ja auch nichts ultra aufwendiges sein. Dazu brauchst du keine Models, dazu brauchst du jetzt nicht irgendwie eine ultra teure Location, sondern da reicht es, wenn du jetzt einfach dir ein Studio nimmst. Ja. Und einen schönen das ist nämlich so der nächste Punkt, weil ich sag mal, gerade wenn man jetzt sagt, hey, man dreht ein Video, ein Produktvideo, dann ist es ja auch nicht ganz uninteressant. Ich weiß nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Bilder macht, machst du ja im Studio, da ist ein weißer Hintergrund. Ja. Du kannst sie natürlich auch in der Szenerie machen, was sehr gut ankommen kann. Ja. Aber ein Video natürlich muss ja eigentlich irgendwie irgendeine Kulisse haben. Also jetzt nur das Produkt, um herum zu filmen oder sowas, ist ja witzlos. Genau. Also jetzt so ein ganz klassisches Unboxing, das würde ich fast nie machen. Na, es sei denn, jemand sagt halt wirklich, hey, ich will es nur kurz erklären, wie es funktioniert, weil da eben viele Fragen aufkommen, dann kann man sowas machen, aber in der Regel würde ich ein Video schon eher dazu einsetzen, wirklich die Sales anzukurbeln und das Ganze eben auch, ich sag mal, irgendwo ein bisschen emotionaler und interessanter zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Aber deswegen, also komplett Produkte ausschließen würde ich jetzt nicht unbedingt, sondern ich würde halt sagen, hey, alles, was so ein bisschen erklärt werden muss, alles, was so ein bisschen emotionaler gemacht werden kann und alles, was irgendwo hochpreisiger ist, heißt also alles ab 70, 80, 90 Euro, wo der Kunde halt nicht einfach blind kauft. Weil wenn ich jetzt irgendwie einen Besen brauche oder eine Schaufel brauche oder so. Ja, da brauchst du jetzt kein Video. Da brauche ich kein Video, weil da denke ich eh nicht groß. Also sozusagen hauptsächlich simple Produkte, die jetzt super simpel sind, wo eigentlich nichts, also eine Blumenvase, ein Spaten zum Beispiel, da muss jetzt nicht unbedingt ein Video für gemacht werden, weil im Grunde genommen sieht man das Produkt genauso gut auf einem Bild. Genau. Es sei denn, es ist halt wirklich extrem umkämpft, ne, wo man irgendwie jetzt... Ich weiß jetzt nicht, kategorietechnisch gibt es da jetzt bei Besen und so weiter, da geht sowieso nicht ganz so viel, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es gibt irgendwo eine Kategorie, wo viele Seller irgendwie 40, 50, 60.000 Euro Umsatz machen. Da kann man halt überlegen, okay, man macht vielleicht doch nochmal ein kleines Video, um einfach diese Aufmerksamkeit zu bekommen bei zum Beispiel einer Werbeanzeige. Ne, weil Video-Werbeanzeigen ist auch nochmal ein Thema für sich, wollen wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, aber auch da kann man nochmal so ein bisschen die Attention bekommen, aber es ist weniger interessant als jetzt ein teures Produkt. Ja. Und dann nochmal zur Kulisse. Also was ist da, sollte man das dann im Studio machen? Sollte man das, braucht man dann extra, keine Ahnung, extra einen, also muss man da irgendwas mieten oder wie kann man sich das vorstellen? Ja. Das kommt wieder so ein bisschen auf das Werbebudget tatsächlich drauf an. Das heißt also, wie viel bringe ich wirklich mit und wie viel möchte ich überhaupt in die Hand nehmen? Weil ich sag mal, wenn es jetzt darum geht, das Ganze eher simpel zu zeigen, aber trotzdem mal cool darzustellen, immer zu zeigen, was kriege ich denn alles? Sei es zum Beispiel das irgendwie, was im Bereich Kochen, irgendein Kochprodukt, wo man dann das Ganze irgendwie schön schnibbelt und so weiter. Das kann man theoretisch im Studio schon machen, dann ist halt günstiger. Mhm. Man kann aber auch sagen, hey, wir gehen jetzt dafür in die Küche, wir zeigen das halt wirklich, wie das Ganze zubereitet wird. Also sozusagen so eine Art Showroom dann. Genau, genau. Ist aber dann in der Regel direkt ein bisschen teurer, weil du halt auf jeden Fall dann irgendwie diese Location anmieten musst oder wie wir das jetzt zum Beispiel gerade machen, du musst dir halt eine bauen als Studio. Ja. Aber ja, kann man beides machen. Ich sag mal, je besser das Video werden soll, desto mehr ist natürlich im Fokus die Location und die Models und so weiter. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Okay, alles klar. Dann vielleicht mal, jetzt schon ein bisschen angeschnitten gehabt, wenn man jetzt ein Video dreht, die wenigsten werden das ja wahrscheinlich selber machen. Es gibt sicherlich ein paar Leute, die das auch selbst gut können. Ja. Aber wenn man das jetzt, sage ich mal, outsourced, was ist so ein Budget, was man haben sollte, wenn man jetzt mal, sage ich mal, wir können ja mal sagen, so was ist so das Mindestbudget und in welche Richtung geht das, wenn es dann mal ein richtig gutes Video werden soll und wohin könnte es theoretisch vielleicht auch noch gehen? Absolut, absolut. Also ich sag mal, so ein Mindestwert sind so 1.000, 1.500 Euro. Hm. Darunter macht es eigentlich keinen Sinn. Das heißt, wenn man jetzt darunter ist, dann weiß er sozusagen zum Beispiel, genau, Kamera geht drumherum einmal. Richtig, da gibt es auf jeden Fall auch Möglichkeiten, das zu machen, aber die gibt es jetzt bei uns zum Beispiel nicht, weil wir halt sagen, hey, das Video, was dann dabei rauskommt, das ist nichts, wo man jetzt sagt, hey, das ist super, super cool, das wird auf jeden Fall deine Sales steigern, weil du einfach gar nicht so viel Zeit und so weiter da reinstecken kannst. Okay. Also ich würde sagen, so alles ab so 1.000, 1.500 Euro kann man gut loslegen und dann natürlich nach oben hin rein theoretisch
keine Grenzen. Aber ich sag mal, mit 2.000, 3.000 Euro kann man auf jeden Fall schon viel rausholen. Das heißt okay. Also mit ein, zwei Models, mit einer Location, mit irgendwie einem halben Drehtag oder sowas, plus dann der ganze Schnitt und so weiter, da kriegt man auf jeden Fall schon was ziemlich, ziemlich Gutes auf die Beine gestellt. Ja. Okay. Und dann kann man natürlich auch sagen, hey, man geht jetzt irgendwie Richtung 5.000 bis 10.000 Euro. Je mehr natürlich da ist, desto eher kann man halt sagen, hey, man macht das Ganze jetzt nicht irgendwo in Deutschland, sondern man geht jetzt zum Beispiel mal kommt ja wahrscheinlich ins auch Ausland. Aufs Produkt, voll drauf an, ob das sinnvoll ist. Ja, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Neoprenanzüge verkauft oder sowas in die Richtung und möchte dann halt tauchen gehen, das kann halt woanders nochmal deutlich attraktiver sein, je nachdem, was dann natürlich auch die Zielgruppe braucht. Ich wollte früher mal Surfboards immer verkaufen. Da zum Beispiel. Genau, ist halt so, das bringt dir nichts, in der Mitte irgendwo von Deutschland zu machen, weil da gibt es jetzt kein Meer, da gibt es keine Wellen. So, da kann man durchaus mal überlegen, ob man dann irgendwie nach Portugal fliegt. Ja. Aber es sind halt dann direkt ganz, ganz andere Kosten. Klar, das, weil man hat dann ja auch mehrere Tage, ich sag mal jetzt gerade auch, man muss ja mal überlegen, wir haben das jetzt zum Beispiel auch, wenn man dann mal über mehrere Tage auch was macht, dann hast du ja meistens, wenn du zum Beispiel ein Model bezahlst, das kostet vielleicht am Tag zum Beispiel 800 Euro oder 1.000 Euro. Ja. So, und dann ist natürlich auch ein angebrochener Tag, wird ja meistens bezahlt, hast du Anreise, Drehtag, Abreise, vielleicht noch einen Tag dazu. Richtig. Dann bist du ja pro Person meistens schon bei 3.000, 4.000 Euro. Das stimmt. Kosten. Ja, aber da sind wir halt dann wieder so bei den unterschiedlichen Stufen. Ja. Genau, also das hier oben in dem Bereich, das machen die wenigsten, die jetzt irgendwie eher noch am Anfang stehen. Das ist dann jemand, der halt wirklich sagt, hey, wir haben jetzt hier eine Brand, wir haben jetzt hier irgendwie 10 Produkte. Und dann macht es natürlich auch Sinn, nicht nur dieses eine Produkt zu machen, sondern dann eben direkt 3, 4, 5, 6 Produkte einfach mitzunehmen zu diesem Dreh, mit diesen Models. Also und so weiter. Als Beispiel, man will jetzt surfen gehen und man kauft, keine Ahnung, so ein Surfboard, solche Laschen, solche Finnen und so weiter und so fort. Dann könnte man das sozusagen mehrere Videos drehen, oder würde man sagen, hey, wir drehen ein Video und zeigen alles da drin. Was ist da so vielleicht nochmal für die Leute, die auch vielleicht mehrere Produkte jetzt haben und da mal drüber nachgedacht haben? Das kommt ein bisschen darauf an, ob du halt jetzt das Ganze auf deinem Listing direkt präsentieren möchtest oder ob du halt sagst, hey, das Ganze soll eher wie so eine Art Branding-Video werden. Mhm. Weil das eine, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe einen Surfboard und ich habe ganz viele Accessoires drumherum. Mhm. Wahrscheinlich ist es so, dass das Surfboard den meisten Umsatz machen wird. Ja, also die Accessoires, die macht man vielleicht noch 3.000, 4.000, 5.000 Euro, aber dein Surfboard, das ist so das Ding, was am meisten Aufmerksamkeit eigentlich braucht oder bekommen sollte. Deswegen, wenn man jetzt sagt, okay, du hast jetzt irgendwie einzelne Produkte, die jeweils sehr, sehr viel Umsatz machen, dann würde ich mich darauf konzentrieren, dann würde ich wirklich jeweils große Videos und aufwendigere Videos für die einzelnen Produkte machen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich habe ein Surfbrett und ich habe dazu noch ein paar Kleinigkeiten drumherum, dann packst du die einfach mit dazu und lädst das dann bei den anderen Produkten nochmal mit dazu, damit eben der Kunde sieht, hey, ich kaufe hier nicht einfach jetzt nur die Finnen oder sowas, sondern ich habe gleichzeitig hier bei einer Marke gekauft, die halt wirklich auch Surfboards und so weiter herstellt, die da wirklich qualitativ extrem hochwertigen Eindruck machen, zumindest im Marketing und so. Würde ich das halt das ist ja auch nochmal wahrscheinlich ein Video. Ich sag mal so, also wenn ich jetzt auch als Kunde immer gehe, man hat ja immer, es ist eine wichtige Sache, das wissen die meisten Amazon-Händler leider nicht. Der Kunde kauft letztendlich am Ende des Tages ja bei Amazon ein, das heißt, da ist ein gewisses Vertrauen da, aber natürlich dadurch, dass es mehrere Angebote ist, schaut er auch mal, nach wem kann ich am meisten vertrauen. Und wenn ich jetzt ein Produkt sehe, wie gesagt, bei einem Spaten ist das sicherlich nicht so wichtig oder bei einer Blumenvase, die jetzt vielleicht 5 Euro kostet. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Surfboard für 200 Euro kaufst, dann ist es natürlich cool, wenn du sozusagen so ein Video siehst, du siehst das in Action, siehst, hey, es gibt Leute wie ich, die benutzen das, die haben damit eine Menge Spaß. Ja. Jetzt, also so denkt der Kunde ja nicht, aber unterbewusst ist es ja klar, diese Affirmation, das ist ja sozusagen irgendwo auch dieses Vertrauen zu stiften. Ja. Ich sag mal, das ist ja, ich sag mal, jeder sieht auch, hey, da steckt eine Firma hinter. So. Wenn jetzt, das ist ja das Problem, wenn du jetzt ein Bild machen würdest, wo das Ding irgendwie verpixelt drauf ist, das kann ein viel geileres Produkt sein, aber es kauft trotzdem keiner. Und auch selbst wenn es günstiger ist, kauft keiner, weil man vertraut dem Produkt halt nicht. Ne? Ja, das kann man vielleicht auch noch so mit dazu nehmen. Dieser Schritt mit so einem Video ist dann meistens von, okay, ich werde sehr, sehr wenig wahrgenommen zu, ich bin jetzt, oder nein, ich wirke größer. Ja. Weil so ein Video, und das muss nicht ultra aufwendig sein, das reicht auch schon ein bisschen was Simpleres, aber es gibt dem Ganzen nochmal, finde ich, ein besseres Gesicht.
Sei es jetzt durch eben Models, die da mit drin sind, wo sich dann die Zielgruppe mit identifizieren kann, sei es aber auch generell das Produkt einfach mal in Action im Alltag und so weiter, weil so ein Bild, das ist was Statisches. Das kann super gut aussehen, das funktioniert auch für den Anfang immer sehr, sehr gut. Aber wenn man dann halt wirklich sagt, hey, ich will jetzt dieses i-Tüpfelchen haben, ich will dieser wirklich der dominierende Seller in meinem Markt werden, dann ist eben halt so ein Video der Weg ins Herz der Zielgruppe, kann man fast sagen. Ja, okay. Ja. Okay. Ja, cool. Dann ansonsten vielleicht noch ein letzter Punkt von meiner Seite aus. Jetzt, wenn man so ein Video macht, das ist natürlich cool. Auf Amazon kann man das ja erstmal auch nur nutzen, wenn man auch eine Marke registriert hat. Absolut, das ist wichtig zu wissen. Genau, ist aber, denke ich, mittlerweile auch Standard so bei den meisten Verkäufern, dass man eine Marke registriert hat. Was ist jetzt vielleicht nochmal, ich sag mal, was kann man mit diesem Video machen alles? Also ich habe das jetzt auf meiner Amazon-Artikelseite drauf. Ja. Kunden sehen das natürlich, dadurch hat man sicherlich die meisten Impressionen. Kann man damit noch irgendwas machen? Wird das noch irgendwie verwendet? Ja, also ich würde sagen, es gibt eigentlich so drei Hauptanwendungsbereiche. Das ist zum einen direkt auf dem Listing, ne, meistens dann an siebter Stelle, wo du eben normalerweise ein Bild hast, da hast du jetzt dieses Video mit drin. Das ist so eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist natürlich, Werbeanzeigen damit zu schalten. Direkt auf Amazon in der Regel, ne, weil darum geht es ja primär. Rein theoretisch, aber dann natürlich auch auf anderen Plattformen, wo man eben Werbung schalten kann. Aber das ist auf jeden Fall noch so ein großer Bereich. Muss man so ein paar Sachen beachten. Ne? Das heißt, also gibt es so ein paar Spielregeln, die Amazon da noch vorgibt, die jetzt bei einem Listing noch nicht so integriert sind. Heißt also die Länge und der Inhalt und so weiter. Okay. Und der dritte Bereich, der jetzt gerade noch nicht so richtig präsent ist, aber immer mehr auch in Zukunft, besonders in Bezug auf Brandbuilding am Kommen ist, ist das Ganze in seinem Amazon-Shop zu verwenden. Im Store. Das heißt also genau, du hast es im Store selber bei dir drin, weil da kannst du natürlich dann besonders wieder mit so einem Brandvideo, wenn es um mehrere Produkte geht, kannst du das natürlich einmal schön zeigen, wie sowas aussehen kann. Und das sind so diese drei Hauptbereiche und natürlich dann ganz klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe nebenbei, neben Amazon, ich bin jetzt so groß, ich möchte jetzt irgendwie nebenbei noch den Online-Shop mit dazu nehmen oder andere Sachen, da kann man das natürlich auch sehr, sehr gut verwenden. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir einiges an Input gesammelt. Wenn ihr euch für ein Produktvideo interessiert, eins machen lassen wollt und zumindest jetzt aus dem Video empfunden habt, dass ihr ungefähr da rein auch passt, dass es für euch sich lohnt, dann meldet euch gerne mal bei stackfilly.de. Da könnt ihr mal schauen, wir testen das auch meistens erstmal noch, oder? Das sozusagen, ob das überhaupt sinnvoll ist im Erstgespräch. Das macht nicht bei jedem Produkt Sinn. Ja. Deswegen schauen wir da wirklich, ob das ein geeignetes Produkt ist, ob das überhaupt sinnvoll ist. Da sind wir auch schon so ein bisschen in so einer beratenden Position, dass wir eben sagen, hey, guck mal, ist zwar eine coole Idee, aber lass uns das auch lieber noch verknüpfen mit dem und dem Produkt, was du hast, einfach um da wirklich das Maximum für dich rauszuholen. Okay, cool. Alles klar. Also, wenn ihr Interesse habt, wisst ihr, wo ihr euch melden könnt. Verlinken wir einfach mal unter dem Video hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf YouTube oder auf Amazon. Wer weiß. Und wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.